Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute erklären, was die Church-Turing-These ist. Ja, dafür begeben wir uns zurück an die Anfänge der theoretischen Informatik, so in den 30er Jahren, als die Computer aufkamen, oder zumindest die Ideen von Computern aufkamen. Ja, da fragten sich die Theoretiker eben schon, also die grundsätzlichen Fragen der theoretischen Informatik, ja, was kann man überhaupt berechnen? Und wenn man es berechnen kann, wie komplex ist es dann? Also mit welchem Aufwand kann man es dann berechnen, ja? Die wichtigsten Fragen der theoretischen Informatik. Ja, also wir haben ein intuitives Verständnis davon, was es heißt, dass irgendwas berechenbar ist. Zum Beispiel, gegeben eine Zahl, ist diese Zahl eine Primzahl, ja? Für uns intuitiv sollte das berechenbar sein, ja, man kann da irgendwie einen Algorithmus für angeben, Programm für schreiben, wie auch immer, ja? Sowas würden wir als berechenbar bezeichnen. Aber wenn man das formal machen möchte, also man möchte dann formal beweisen, dass dieses Problem berechenbar ist. Und dafür braucht man eben wirklich eine formale Definition von berechenbar. Wann ist eine Funktion berechenbar? Ja, so hat man sich also diese Frage gestellt, ja, wann ist eine Funktion berechenbar? Und es gibt erstmal keine Definition, keine offensichtliche Definition, die einem irgendwie sofort ins Auge springt, wo man denkt, ja, das ist die Definition von berechenbar. Ja, es gibt viele verschiedene Modelle, einige von Computern inspiriert eben, aber auch ganz andere, ja, mit denen man was berechnen kann, ja. Also zum einen ganz klar Turing, Alan Turing hat gesagt, ja, Turing-Maschinen, ja, ich habe hier ein Berechnungsmodell erfunden, was man damit berechnen kann, das nenne ich jetzt berechenbar. Ich nenne das vielleicht Turing-berechenbar oder so, ja. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Ansätze. Ja, es gab zum Beispiel sowas wie Registermaschinen. Da hat man irgendwie mehrere Register, in jedem Register steht eine Zahl und man kann die inkrementieren, dekrementieren und so weiter. Ja, das ist halt ein anderes Berechnungsmodell. Und man könnte auch sagen, okay, alles, was man mit einer Registermaschine berechnen kann, das ist berechenbar. Okay, aber es gibt natürlich noch andere Antworten, wenn wir mal ein bisschen moderner denken. Was fällt einem heutzutage als erstes ein? Java-Programme zum Beispiel. Alles, was ich mit einem Java-Programm berechnen kann, das ist berechenbar. Aber es gibt auch noch ganz andere Ansätze, ja. Also mit solchen Modellen hier, Turing-Maschine, Registermaschinen, Java-Programme, da hat man immer so eine Art Computer im Hintergrund, den man sich vorstellt. Aber wir wollen ja eigentlich nur eine Menge von Funktionen definieren, ja. Also welche Funktionen sind berechenbar? Und das kann man auch völlig rein mathematisch, ohne dass man sich irgendein Maschinenmodell dafür ausdenken muss, ja. Das wären zum Beispiel die myrekursiven Funktionen, ja. Die myrekursiven Funktionen, da sagt man einfach, okay, folgende Funktionen sind berechenbar. Ja, und dann erstmal so ein paar einfache Funktionen und dann darf man die auch noch verschachteln und Rekursionen, bestimmte Arten von Rekursionen benutzen. Und dann nennt man das die myrekursiven Funktionen, ja. Das sind alles mögliche Antworten auf die Frage, was heißt eigentlich berechenbar, ja. Das, was eine Registermaschine kann, das, was eine Turing-Maschine kann, das, was Java-Programme können, das, was myrekursive Funktionen sind. Ja. Und jetzt könnte man denken, jetzt ergeben sich ja viele verschiedene Begriffe von Berechenbarkeit, aber dem ist nicht so. Man hat nämlich herausgefunden, die können alle genau das Gleiche. Wenn ich irgendwas in einem dieser Modelle berechnen kann, dann kann ich es in allen von diesen Modellen berechnen. Ja, wenn ich ein Java-Programm schreiben kann, was mir sagt, ist diese Zahl eine Primzahl, dann gibt's auch eine Turing-Maschine, die mir auch sagt, gegebene Zahl ist eine Primzahl. Ja, also könnte man sagen, die sind alle gleich, also gleichmächtig, diese Modelle. So, und weil die alle das Gleiche können, dann, das spricht dann dafür, dass dieser Begriff von berechenbar sehr solide ist, ja, sehr robust. Es ist ganz egal, welches Berechnungsmodell wir benutzen, wir bekommen immer dieselbe Definition von berechenbar raus am Ende. Und das sind ja alles völlig vernünftige Modelle. Also heutzutage würde man sagen, ja, Java-Programme, das glaube ich sofort. Ja, wenn ich irgendwas berechnen möchte und ich habe die Intuition, das kann man berechnen, dann würde ich sagen, dann kann man das auch mit einem Java-Programm berechnen. Und genau das sagt die Church-Turing-These. Sie sagt, jede Funktion, die man intuitiv als berechenbar bezeichnen würde, kann auch mit einer Turing-Maschine berechnet werden. Ja. Oder mit einer Registermaschine oder mit einem Java-Programm. Ja, es ist alles das Gleiche. Aber man formuliert es meistens so, kann auch mit einer Turing-Maschine berechnet werden. Ja, und ganz wichtig anzumerken ist jetzt hier, das ist eine These. Eine These, das ist kein mathematischer Satz, kein Theorem,
oder so, was man formal beweisen kann, denn es enthält hier diesen Begriff intuitiv, also die Funktion, die man intuitiv als berechenbar bezeichnen würde. Das ist formal nicht definiert, ja. Wir können diese These also nicht beweisen. Ja? Wir können nur mehr und mehr Indizien sammeln. Ja, was wir beweisen können, sind diese Gleichheiten hier. Wir können immer mehr vernünftige Berechnungsmodelle untersuchen und immer wieder feststellen, die können ja genau das Gleiche, ja. Und das stützt diese These immer mehr und mehr, dass man alle Funktionen, die man intuitiv als berechenbar bezeichnen würde, auch mit einer Turing-Maschine berechnen kann. Ja, alternativ könnte man das auch so formulieren, es gibt kein vernünftiges Berechnungsmodell, was mehr Funktionen berechnen kann als eine Turing-Maschine. Okay, und da wir jetzt noch einen Moment Zeit haben, möchte ich jetzt noch kurz was sagen zur erweiterten Church-Turing-These. Hierzu kommen wir nochmal zurück auf die beiden Punkte, die ich am Anfang genannt hatte. Die theoretische Informatik fragt, was ist überhaupt berechenbar und mit welcher Komplexität, ja? Und eine sinnvolle Definition von Berechenbarkeit haben wir jetzt gefunden, ja, zum Beispiel durch Turing-Maschinen oder eins dieser ganzen anderen Modelle hier, ja, Berechenbarkeit hängt nicht vom Modell ab. Die erweiterte Church-Turing-These, die sagt jetzt eigentlich dasselbe über die Komplexität. Ja, was ist Komplexität? Vielleicht mache ich dazu nochmal ein eigenes Video, aber hier vielleicht mal kurz gesagt, man kann in den meisten Berechnungsmodellen auch die Komplexität einer Berechnung messen. Ja, also wie lange braucht dieses Modell zum Beispiel, um die Funktion zu berechnen? Ja, kleines Beispiel, zwei Zahlen zu addieren, das geht immer relativ schnell, völlig egal, in welchem Berechnungsmodell wir sind. Ja, aber es gibt auch Probleme, von denen man annimmt, dass sie nicht effizient lösbar sind. Zum Beispiel das Traveling Salesman Problem oder sowas, ja, schlagt es nach, wenn ihr es nicht kennt. Für dieses Problem hat man bisher keine Turing-Maschine gefunden, die es effizient löst, aber auch in keinem der anderen Berechnungsmodelle hat man dafür eine effiziente Lösung gefunden. Okay, und um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, was die erweiterte Church-Turing-These sagt, für je zwei Berechnungsmodelle unterscheidet sich die Komplexität nur durch ein Polynom. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Java-Programm schreibe, was mir ausrechnet, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht, dann kann ich auch eine Turing-Maschine finden, die das macht. Und die braucht höchstens polynomiell viel mehr Zeit als mein Java-Programm. Ja, und wichtig dabei ist eben dieses polynomiell. Also man nimmt in der theoretischen Informatik im Allgemeinen an, dass was in polynomieller Zeit gemacht werden kann, das ist effizient machbar. Und für die meisten Komplexitätsklassen spielt es auch keine Rolle, ob die Zeit jetzt noch polynomiell länger oder kürzer ist. Das heißt, die Definition der ganzen Komplexitätsklassen, zumindest oberhalb der polynomiellen Zeitkomplexitätsklasse, die Definitionen sind auch alle genauso robust wie der Begriff von Berechenbarkeit. Ja, Berechenbarkeit hängt nicht vom Modell ab, Komplexität hängt ebenfalls nicht vom Modell ab. Das sagt die erweiterte Church-Turing-These.